aus aller Welt. Heute geht es um die Matthias M. Bienenhaltung für Anfänger. Projekt 74 habe ich gebaut. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann kommt mit. Ich zeige euch, wie ich es gebaut habe. Hallo Freunde aus aller Welt. Kuckuck, was bauen wir? Es geht um die Bienen. Wir bauen was für die Bienen. Seid mal gespannt. Wir sehen uns gleich. So, ich habe die Strategie geändert. Ist gar nicht einfach, was Rundes draus zu machen. Aber wir kriegen das hin. Stück für Stück wird es werden. So sieht es jetzt aus, Leute. Jetzt brauchen wir einen Boden. Jetzt muss ich den Boden noch anzeigen. Aber die fällt es mal nicht auseinander. Das Zeug. So, auf die Platte drauf. Das hat gehoben. So, und dann sehen wir uns gleich. Der Boden ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob unsere Konstruktion da rein passt. Das wird jetzt interessant, ob wir das da rein hämmern können oder nicht. Das ist die Frage. So, der Deckel ist drin, der Boden. Wunderbar. Bis jetzt haben wir noch gar nichts festgeschraubt. Jetzt schrauben wir das da mal fest. Das ist die erste Schraube, was wir reinmachen. Hoppala, noch ein bisschen festschrauben. Schön alles vorlochen und dann verschrauben. So, noch ein paar Schrauben. Spack's rein. Und dann haben wir es geschafft. Dann kommt noch das Innerei, der Deckel, das Flugloch, das Gitter. Ein bisschen haben wir noch zu tun, aber für heute machen wir Schluss. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Bis gleich. So, Tag Nummer 2. Innen drin werde ich die Beute mit Kork auskleiden. Für ein besseres Klima. Hier habe ich schon angefangen, die Hälfte habe ich schon. Die andere Hälfte muss ich noch machen. So, da habe ich mir die zweite Platte geschnitten. Jetzt kommt die da rein. Und wird angenagelt. Ja, so. Schön bündig. So, nachdem ich die zweite Korkplatte reingemacht habe, fixiere ich das alles. Und nagel das schön fest. Ich habe solche Nägel, solche Dachpappennägel. Mit denen machen wir das alles schön fest. Dass es auch hebt alles.
werden die Bienen sich ganz schön wohlfühlen. So, das Einflugloch ist auch fast fertig. Ja, es nimmt Gesicht. So, das Einflugloch ist auch fertig. Es nimmt Gesicht. Der Deckel fehlt noch, den machen wir jetzt noch geschwind. So, das Projekt geht zu Ende. So sieht's aus. Und wie sieht's von innen aus? Hoppala. So sieht's von innen aus. Jetzt noch ein bisschen Farbe, noch Wachs rein und es kann weitergehen. Das neue Projekt. Wenn du Interesse daran hast, abonnieren, liken, kommentieren. Bis dann. So, ein Lüftungsschloch ist auch in die Beute geschnitten worden. Jetzt kommt ein Edelstahlgitter drauf, weil wir brauchen auch eine Lüftung. Wir brauchen auch eine Varroa-Kontrollmöglichkeit. Und das nageln wir hier auf den Boden dann fest. Ringsrum. So, eins nach dem anderen. So sieht es jetzt aus. Der Gitterboden ist drin. Für die Lüftung ist, wie gesagt, jetzt kommen die Rämchen rein. Die Rämchen sind alle individuell geschnitten, natürlich, weil es sind verschiedene Größen natürlich, ne? Schön richtig rum rein. So. Ausrichten. So. So gehören die rein, genau. Da hat jeder sein Plätzchen sozusagen. Jedes Rädchen hat sein Plätzchen. Insgesamt sind es 15 Stück, ja genau. Das letzte ist ein Blindgänger sozusagen. Also ich bin mal gespannt auf das neue Projekt, wie die Bienen sich hier entwickeln hier drinnen. Da bin ich schon gespannt, wie das wird. Man weiß es nicht. Das ist was anderes wie eine Klotzbeute. Viele werden sagen, es ist eine Klotzbeute, aber ich bin der Meinung, es wird ein wenig anders sein wie eine Klotzbeute hier drinnen zu ihm kommen. Also es wird eine ganz andere Erfahrung sein, Leute, das sage ich euch. Das können wir nicht vergleichen. Absolut nicht. So, wenn es sein muss, und da auch noch eins rein, so, dass es gleichmäßig aussieht. So Leute, so sieht es aus. Hier drauf kommt noch ein Vlies und da kommt der Deckel drauf. Den habe ich auch schon gemacht. Hier kommt der Deckel drauf noch so, zack. Richtig rum. Alles hat seine Ordnung hier. Und dann, Griffe sollte ich noch dran machen. Griffe zum Tragen. So, jetzt die Griffe noch ran. Dann kann man sie gut transportieren. So, hinter noch fest. Und wunderbar.
wunderbar, der Griff. So, auf der anderen Seite noch. Und schon können wir die tragen. Ein bisschen Farbe noch. Und wunderbar, wir haben schon sowas gesehen. So, über den Deckel kommt noch ein Stück Leder. Das richtige Abtropfen vom Wasser, ist das nicht schlecht. Einfach so. Ein Stück Leder drüber. Zu spannen. Sieht besser aus und bleibt mehr trocken. Das tappe ich hier ringsherum. Einfach den Tacker. Mit so einem Schlagtacker geht das prima. Ist schnell erledigt. So mache ich das ringsherum jetzt noch. So Freunde, das Projekt Bienenhaltung für Anfänger, für jeden Mann, eine Einrahmweide. Der Bau ist beendet und im Frühjahr sehen wir uns alle, wo Interesse haben an so einer Weide, abonnieren, kommentieren, liken und im Frühjahr werden wir sehen, wie die Bienen hier einziehen. Wenn ihr mal schon mal reinspiegeln wollt, dürft ihr schon mal reinspiegeln. So sieht es hier drinnen aus. In der Einraumbeute, entwickelt von mir und noch von ein paar anderen Imker-Kollegen. Seid gespannt. Nicht vergessen abonnieren. Und im Frühjahr lassen wir die Bienen da einziehen. So ungefähr so groß sind die Waben. Also, bis dann, meine Freunde aus aller Welt.